mache ich Sprecheransicht, dann müssen wieder alle leise sein. Jetzt habe ich hier Jörg. Okay, probieren wir mal. Ich sage auch mal nichts. Ja, hallo liebe Community. Das Rasenkartell ist mal wieder zusammengekommen. Wie cool ist das denn? Liebe Rasenfreaks, liebe Zuschauer, liebe Fans der grünen Fläche. Wir sind hier. Ich muss unterbrechen. Ist keine Sprecheransicht. Doch. Jetzt habe ich dich. Dann tut es mir leid, ich dachte, das ist live. Das ist live. Chaos am Anfang im Rasenkartell. Also nochmal herzlich willkommen. Hier sind New Wonder am Start. Der Perfect Green ist dabei. Greenkeeping, großen Hydorn und Mojobs. Noch ohne Videos, aber hier im Rasenkartell schon dabei. Herzlich willkommen alle hier im Chat. Wir wollen ein bisschen über den Start in die Saison quatschen. Wie sieht es aus bei uns mit unserem Rasen? Jeder kann ja mal ganz kurz berichten, wie der Rasen sich so nach diesem mega langen und ziemlich unbeständigen Wetter jetzt entwickelt hat. Und ich kann nur sagen, also so richtig schön ist der Rasen bei mir noch nicht. Wie sieht es bei euch aus? Wer will anfangen? New Wonder. Also ich muss sagen, mein Rasen ist dieses Jahr erstaunlich gut aus dem Start gekommen. Die eine Seite, die schattige Seite nicht so sehr, aber die sonnige Seite ist sehr gut gewesen. Anders als sonst bin ich auch mal früher angefangen mit Düngen. Allerdings habe ich, bevor der große Frost kam im Februar, noch mal mit Herbstdünger gedüngt, also noch mal kaliumhaltig. Und der Rasen bekam gleich so eine richtig geile Farbe und ich bekam sofort Lust auf mehr. Mein Problem wie immer, ich starte dann doch zu früh. Und so habe ich einige Sachen gemacht, logischerweise auch für Videos, dass ich bereits schon recht früh arifiziert und gesandet habe und auch nachgesät habe. Und dann kam halt der große Frost. Das Perverse, Andreas hat es ja auch auf Instagram gepostet. Es lag wieder Schnee, auch bei mir war alles eingeschneit und das im April. Ich hätte können. Und letztendlich warte ich jetzt verdammt auf Wärme. Ne? Die eine Seite ist wunderbar und die andere Seite, da fehlt ein bisschen Stickstoff. Da bin ich jetzt am Überlegen, es soll morgen regnen, ob ich da noch mal so ein bisschen nachdünge. Also die Seite bekam noch keinen Dünger. Bin aber guter Hoffnung, weil das, was fehlt, ist einfach Wärme. Ne? Genau. Nicht nur den Rasen. Wir alle haben Wärme. Wärme ist das Wichtigste, was wir für unseren Rasen brauchen. Aber wenn ihr die Videos von Perfect Green gesehen habt, Mann, oh Mann, Felix, was für ein Rasen. Du bist schon, ich hatte das Gefühl, um Meilen weiter als wir. Wie sieht es bei dir aktuell aus? Ja, erstmal danke. Ich habe relativ früh begonnen. Das ist auch der Vorteil, ich habe ja die Poas Supina. Die Poas Supina hat Vorteile. Ich weiß, du magst sie nicht, Andreas, aber sie hat wirklich wahnsinnige Vorteile, denn die Poa Supina startet deutlich früher als alle anderen Grasarten und dadurch kann man auch schon sehr früh düngen und das tut natürlich dem Rasen gut, der Optik gut und er ist dieses Jahr wirklich brutal gut aus dem Winter gekommen und ich habe schon Ende Februar gedüngt. Und er war Anfang März, ihr seht es ja auch auf Instagram oder die ersten Videos, er war wirklich schon wie im Hochsommer, dicht, grün, einfach nur schön. Wir hatten jetzt letzte Woche auch nochmal Schnee, nochmal 6-7 Zentimeter, 2-3 Tage lang. Ist aber völlig egal, weil ich habe jetzt heute bemerkt, trotz Schnee ist er gewachsen und das nicht nur ein bisschen, wirklich brutal. Ich kann morgen erstmal mähen, also es ist wirklich extrem. Und da merkt man auch wieder, die Poa Supina, sie braucht relativ wenig Temperatur, um richtig in die Gänge zu kommen. Und das ist halt wirklich top. Dann hat man kein Unkraut drin und vor allem auch die Ungräser wie Poa Annua oder Trivialis, die drängt es halt voll zurück. Das ist schon mal gut. Interessant. Cool. Ja, Daniel, die ersten Videos gerade hochgeladen. Und wie ich gesehen habe, du machst auch einen Blog, hochinteressant, wo du dein Wissen an deine Community weitergibst. Wie sieht es bei dir aus? Ja, genau, also ein Blog, das war jetzt eine neue Idee, die habe ich jetzt gerade mal gestartet, weil ich
Doch, man macht ein Video und dann kann man eigentlich schon nach ein paar Wochen wieder das Neue machen, habe ich das Gefühl, weil man so viel wieder dazugelernt hat, auch von dem Feedback, was man immer aus der Community kriegt, von den ganzen Fragen und so und was die einem vorschlagen. Da habe ich gedacht, in so einem Blog kann man das halt, den kann man immer wieder anpassen, den kann man immer wieder ändern, Sachen dazu schreiben und das wäre so ein lebendes Dokument. Deswegen wollte ich das gerne auch ein bisschen voranbringen, aber das ist ein anderes Thema, ja. Also der Winter war ja wirklich richtig hart. Wir hatten ja auch hier 20, 30 Zentimeter Schnee eine Woche lang und richtig kalt. Ich weiß nicht, ob das bei euch aus ist, die ganzen Kirschlorbeer. Bei uns, die schmeißen alle Blätter ab. Die sehen aus, ich weiß nicht, ob die wiederkommen. Die sind alle halb tot. Manche haben hier eine ganze Kirschlorbeerhecke, die ist alles komplett weg. Ja. Aber der Rasen, muss ich sagen, finde ich, der hat es relativ gut überstanden. Also ich hatte schon den ganzen Herbst über und den Winter auch ziemlich viele Lücken drin durch diese ganzen Wurmhäufchen, wo ich dann auch ein paar Mal natürlich noch drüber gemäht habe und die alle plattgewalzt habe. Also ich sage mal, dicht ist mein Rasen auf jeden Fall noch nicht. Aber wo ich sehr mit zufrieden bin, ist, dass ich überhaupt keine Probleme hatte mit irgendwie Pilzen, Schneeschimmel oder irgendwie solchen Sachen. Ich habe halt ja letztes Jahr sehr intensiv gekalkt, weil ich ja so einen niedrigen pH-Wert hatte und habe dann ja jetzt so auf 6,5 ungefähr angehoben, zwischen 6,5 und 7 sogar mittlerweile. Das ist vielleicht auch schon ein Tick hoch, aber im Moment funktioniert das ganz gut. Jedenfalls bin ich damit gut jetzt, sag ich mal, über den Winter gekommen. Und ich habe mich ja halt dieses Jahr mal probiert, so ein bisschen an dieser Grünland-Temperatursumme von 150 Grad zu orientieren. Das hat mich natürlich auch voll erwischt, weil die irgendwie in der mittleren Februarwoche oder sowas gefühlt erreicht war, als wir da diesen halben Sommereinbruch hatten, eine Woche lang. Ja, und dann habe ich schön angefangen und dann ist erstmal wieder 2 Monate der Winter zurückgekommen. Ja, genau. Aber im Moment, ich bin also die Farbe ist gut, er wächst, aber dicht ist er halt noch gar nicht. Ja, ich muss also auch feststellen, dass tatsächlich diese Grünland-Temperatursumme nicht wirklich so ganz optimal ist. Vor allem die 150 Grad scheinen wirklich nicht so gut zu passen. Aber bevor wir darüber reden, können wir gleich mal machen. Was ist der beste Indikator? Mhm. Haben wir noch Mojobs? Mojobs ist privat stark eingebunden. Vielleicht erzählt er da mal ganz kurz was zu. Und wir wollen natürlich wissen, Mojobs, wie sieht dein Rasen aus? Neu gesät, ne, wie heißt das? Gras von Barenbruck, RPR. RPR, also genau. Erzähl mal, wie sieht das aus? Genau, das nennt sich Regenerating Perennial Ryegrass, also Ryegrass, beziehungsweise Weidelgras, was sich auch über Ausläufer vermehrt. Mein Rasen sieht, ich finde, er sieht katastrophal aus. Ich habe vorhin in unsere Rasenkartellgruppe ja ein, zwei Fotos geschickt. Also ich habe da Vogelmiere drin, ich habe da, ich habe gerade nochmal geguckt, Rasenkraut drin. Also da ist alles drin und das vermehrt sich gerade wieder unheimlich. Ich habe, wann habe ich meine Renovierung gemacht? Ich glaube im Oktober ungefähr war die Renovierung des Rasens, spät September, Anfang Oktober irgendwie so. Und er kam auch wirklich gut. Ich hatte alles platt gemacht, dann nachgesät, also vertikutiert, um wirklich alles runterzuholen, nachgesät, gesandet und gedüngt. Der kam auch relativ gut, weil ich in beiden Mischungen einen sehr hohen Anteil an Weidelgras hatte, was ja sehr, sehr schnell keimt. Hab dann auch gemäht, hatte schöne Streifen, es kam auch kein Unkraut. Dann kam der brutale Winter und du warst ja mal kurz bei mir und hast es gesehen, ich hatte Schneeschimmel ohne Ende. Ich habe ganz, ganz viele kaputte Stellen im Rasen. Er sieht im Großen und Ganzen grün aus. Ich hatte letztens Bekannte hier, Freunde hier, die haben gesagt, boah, sieht aber schön aus, der Rasen. Und ich sage, na, dann kommt man einen Meter ran hier, ne? Und dann schauen wir nach unten und da ist überall dieses Rasenkraut. Also es ist brutal, das ist überall. Ich habe jetzt diese zwei Rasenflächen, einmal die bei dem Geräteschuppen, das soll ja die Spielfläche werden, und dann einmal die andere Fläche, runter zum Wald hin, die mal ein Golfplatz werden soll oder ein Golfgreen werden soll. Beide sehen einfach katastrophal aus. Die Spielfläche stärker und die andere weniger. Aber ich habe auch noch nichts gemacht dieses Jahr, wie du es gesagt hast. Ich bin sehr stark eingebunden. Ja, wir haben ja nochmal Nachwuchs bekommen und mit zwei kleinen Kindern, also einmal fast 4 Jahre alt und einmal jetzt ein Baby noch mit knapp 6 Monaten. Das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und auch der Umbau des Hauses. Wir hatten ja, wie im letzten Video schon erwähnt, hier auch wird eine Kernsanierung und wir haben immer noch viele Handwerker zu koordinieren, auch wenn wir uns dem Ende neigen. Ja, aber jetzt steht halt erstmal an, dem Rasen jetzt erstmal eine Form zu geben. Ne? Also ich muss jetzt erstmal Borde ziehen und so die Grundlagen geben.
Vielleicht ein kleiner Spoiler, ich werde das jetzt als allererstes machen, die Grundform des späteren Rasens quasi geben. Also und dann auch schon mal, also, ja. Genau, und da es ja eine schöne Jahreszeit ist und die Temperaturen steigen, vielleicht auch nochmal jetzt gleich den Rasen auch anpacken und dann gehen alle anderen Projekte an der Seite erstmal los. Ne? Wir brauchen cool. nochmal einen riesengroßen Rollcontainer, damit das ganze alte Holz da reinkommt, was wir hier wegreißen. Und es gibt sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und ihr habt das Grundstück alle gesehen auf den Videos. Und so wollen wir es nicht lassen. Ne? Wir wollen vieles verändern. Und der Garten braucht immer sehr, sehr viel Zeit. Veränderung ist ja ein tolles Stichwort. Also wir scheinen alle gerade, aber gut, Louis Wonder weiß ich jetzt noch nicht, aber zumindest drei von uns scheinen doch eine Menge zu verändern. Ihr habt es bei mir gesehen im Video, meine Südkante, wo wir jetzt so eine Begrenzung gesetzt haben, so einen L-Stein, um vorne eine gerade Fläche zu kriegen. Ist mega aufwendig, mega anstrengend, echt Wahnsinn. Wir haben 10 Kubikmeter Mutterboden schon da reingeschippt und jetzt haben wir nochmal 8 Kubikmeter Mutterboden nachbestellen müssen, um diese Fläche wirklich aufzufüllen. Was sind eure Projekte? Bitte? Weil es abgesackt ist? Nein, nein, das war ja, wir sind ja auch mit unserem Grundstück, ähnlich wie Perfect Green, haben wir ja gerade schon gehört, im Vorgespräch auch relativ weit rausgekommen mit unserem Haus. Und um auf das Feld zu kommen, hatten wir einfach hier so einen abfallenden Wall. Und wir haben jetzt quasi die Südkante auf das Niveau des Hauses angehoben, um diesen blöden, zu mähenden, abfallenden Wall loszuwerden, um da eine ebene Fläche zu kriegen. Und da geht so viel Mutterboden rein, wie ich es echt nicht erwartet hätte. Man hätte es natürlich ausrechnen können, aber haben wir nicht. Also es werden wahrscheinlich 18 Kubikmeter Mutterboden sein. Ja, also das ist unser Projekt, was uns sehr stark beschäftigt. Ja, du hast deine Begrenzung, die du jetzt machen willst. Perfect Green kann ja auch nochmal erzählen, Felix, was ist bei euch los? Da sieht man bloß irgendwelche Rollen auf der Fläche, furchtbar. Genau. Ich habe eine total kranke Idee gehabt. Und zwar habe ich auch, ich habe vor 6, fast 7 Jahren gebaut und habe alles selber gemacht, im Haus selber und natürlich auch die Außenanlagen selber gemacht. Und wir haben prinzipiell unser ganzes Gelände zu fast 2 Meter, also zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter auffüllen müssen. Und dann hieß es immer, hey, du musst mindestens 10 Zentimeter drüber bleiben, da setzt sich alles. Und der Rasen, der wird irgendwann so extrem setzen. Glaub mir, du wirst froh sein, mindestens 10 Zentimeter drüber. Ich habe natürlich auf die alle gehört. Ja, scheiße war's. Die 10 Zentimeter habe ich immer noch. Aber leider immer nur in der Mitte. Und ich habe so eine richtig extreme Wölbung drin. Und das hat mich einfach so tierisch gestört. Und am Anfang hat es mich ehrlich gesagt gar nicht gestört. Da war halt Gras, war grün. Hauptsache es wächst und Hauptsache ich muss nicht mähen, habe ich einen Roboter her und dann kam halt so mein Rasenfetisch. Fetisch, genau, immer der Fetisch. Und jetzt ganz ehrlich, da es keine Probleme mehr mit dem Rasen gibt und keine Krankheiten, sonst irgendwas, der Rasen ist einfach wirklich nahezu perfekt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt stört mich einfach nur noch der Hügel. Dann habe ich mir ein Angebot machen lassen von einem Landschaftsgärtner. Ich wollte eigentlich nicht alles komplett abschälen. Und ich wollte nicht, dass er mit dem Bagger reinfährt, weil da ist einfach zu viel kaputt. Und dann hab ich ihn gefragt, dann hat er gemeint, ja, er hat einen Saugbagger. Total geil, kannte ich nicht. Die würden mit einem ganz kleinen Mini-Bagger reinfahren, erstmal alles abschälen und mit dem Mini-Bagger alles eben machen. Und der Saugbagger würde auf der Straße stehen und der hat ein 40 cm Durchmesserrohr, ein überdimensionierter Staubsauger. Und da saugen sie die Dreckbollen ein. Bis zu 40 Kilo große Brocken können sie auf einmal einsaugen. Boah, unglaublich, wirklich geil. Ja, als das Angebot kam, war es nicht mehr geil. Du wolltest das Ding nicht kaufen, ne? Ja, genau. Ich wollte den Bagger nicht kaufen. Also total. Dann habe ich gesagt, nein, ich versuche es selber. Und dann habe ich mir jetzt einen Rasenschäler ausgeliehen, beziehungsweise es kam auch ein Gerätehändler auf uns zu und hat gefragt, ob wir Interesse haben, irgendein Video zu drehen über irgendein Gerät. Dann habe ich gesagt, hey, ein Rasensohlenschneider wäre ganz cool. Dann drehe ich da mal ein Video und ich brauche ihn aber länger.
Und ich wollte eigentlich nur so circa 30 bis 50 Quadratmeter machen, die extremen Hügel weg. Und den Rest habe ich gesagt, lasse ich. Und jetzt habe ich angefangen, so mit den ersten 10 Quadratmeter, 20 Quadratmeter. Mittlerweile bin ich jetzt so knapp bei 120, 130 Quadratmeter angelangt. Boah. Bin brotfertig, wirklich brotfertig. Das ist eine wahnsinnige Arbeit. Aber es wird so mega geil. Total eben, wirklich richtig, richtig cool. Genauso, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und deswegen bin ich jetzt echt am Überlegen, ob ich die kranke Aktion weiterführe und die restlichen 200 Quadratmeter noch mache. Aber es zieht sich halt echt über Tage, Wochen. Das ist wirklich brutal. Ich glaube auch, das unterschätzt man. Also dieser Aufwand, ja, den man in den Garten stecken muss, in den Rasen, in die Fläche. Mich fragen auch viele, wie kriegst du den Rasen so eben? Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Sanden oder eben jetzt, wie Felix sagt, Soden abschneiden. Es ist gruselig. Und es wird nie perfekt, finde ich. Richtig. Aber Felix ist ja immer nah dran. Was hat Nuwanda vor? Jörg, was ist so dein nächstes Projekt? Ich werde meinen Rasen ganz lassen. Sehr gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Nein, also privat kommt hinzu, dass meine Frau und ich von 150 Quadratmeter uns verkleinern wollen auf 90 Quadratmeter. Das wird dieses Jahr passieren. Und wir sind jetzt eigentlich viel in der Küchenplanung und in der Badezimmerplanung. Und dank Corona haben wir da so einige Probleme, in die Geschäfte reinzukommen. Aber wir haben ein zeitliches Ziel. Das ist der 1.7. Am 1.7. gehen die Bauarbeiten los. Dann wird alles in Kehrenrohre raus. So, und deswegen werden meine Rasenprojekte da sein. Aber dass ich jetzt ein riesengroßes Projekt habe, nein. Weil ich sag mal so, ich bin ja auch im Großen und Ganzen. Wirst du nicht zeigen oder wirst du auch nicht zeigen auf YouTube, oder? Doch, ich werde dort eine neue Terrasse haben. Also es ist eine Wohnung auf dieser Anlage. Ne? Das ist ja eine Anlage mit sehr vielen Terrassen, die ich hier betreue. Und das ist die einzige Terrasse auf der Anlage, die keinen Rasen hat. Das sehe ich jetzt tatsächlich hin. Und die ist ganz furchtbar gepflanzt mit Eiben, ein Buchsbaum, der vom Zinsler befallen ist, ein Korkenzieherbaum. Und da sind so viele Sachen drin. Da wird auch Grobes passieren. Aber ich glaube, das schiebe ich erstmal, weil die Wohnung drin hat erstmal Vorrang. Und dass ich die Terrasse, da kommt Rasen hin, da gibt es nichts zu diskutieren mit meiner Frau. Es wird Rasen stehen. So, aber das Projekt Rasen auf dieser Terrasse, das wird wohl erst 2022 zu sehen sein, ja. Ah ja, okay. Gut, ja, dann der Letzte in der Reihe. Daniel, was sieht bei dir so? Was ist bei dir in der Zukunft zu erwarten? Also Rasen, meinst du das projekttechnisch, ne? Ein großes Projekt habe ich jetzt für dieses Jahr. Genau. Großes Projekt habe ich jetzt für dieses Jahr mir noch nicht vorgenommen. Ich bin noch dabei, meinen Rasen akzeptabel hinzukriegen, sagen wir es mal so. Das Grundstück ist 20 Jahre alt. Wir haben es so vor 5, 6 Jahren übernommen. Und als ich es übernommen hatte, waren, ich schätze mal, 90% Moos, so ungefähr. Ich habe dann auch an der Fläche, wie sie war, sag ich mal, gearbeitet und das wieder aufgebaut. Also ich habe nicht alles platt gemacht und neu ausgesät oder so. Also ich habe den Bestandsrasen wieder aufgepäppelt und natürlich ein bisschen nachgesät. Aber da ist es einfach noch, es sind so viele Baustellen. Also das ist, wenn, ich denke, weiß nicht, vielleicht sieht man es auf den Videos nicht so, aber es sind überall Wellen drin. Ich habe schon an vielen Bereichen 10 bis 15 Zentimeter Mutterboden ausgeglichen, damit es überhaupt einigermaßen gerade wird. Und da bin ich immer am Nachsäen und das werde ich dieses Jahr sicherlich noch mal ein bisschen forcieren, dass das noch ein bisschen mehr eine geradere Fläche wird, weil ich merke jetzt auch, ich hatte mir einen neuen Rasenmäher gekauft, der ist ja auch super, ist schön, macht Spaß, aber wenn man dann so überall so drüber hoppelt mit dem Ding, das ist schon was anderes mit so einem Spindelmäher als mit so einem Sichelmäher, der verzeiht einem ja doch eine ganze Menge. Und das ist überhaupt ein sehr gutes Stichwort, das Stichwort Ebenheit. Wir sind ja alle Spindelmäher-Fans, das ist auch ein mega tolles Gerät für einen perfekten und einen schönen Rasen. Ich habe gerade heute mit meinem E-Flex das erste Mal genäht und es ist einfach, es macht brutal Spaß, mit so einem Gerät zu mähen. Und aber was sind eure Geheimtipps für eine wirklich topfebene Fläche?
Felix hat jetzt schon gesagt, abschälen und dann schön Lapp machen. Was sind eure Tipps? Wer hat jetzt hier den Tipp für unsere Community? Wie kriegt man seinen Rasen möglichst schnell topfeben, dass der Spindelmäher nicht mehr hoppelt? Na? Wer will? Naja, Sand halt. Na, Sand ist ja auf jeden Fall eine gute Sache. Sanden, ne? Ja, allerdings halt nicht zu viel. Lieber öfter sanden mit weniger als einmal und viel. Die Halme müssen definitiv rausschauen. Ich sage immer so maximal 10 mm, mehr Sand nicht. Also kommt natürlich immer drauf an, wie hoch man seinen Rasen schneidet. Allerdings, wenn ich bei 10 mm Sand drauf werfe, dann knicken die Halme um und dann kommen sie auch nicht mehr durch. Deswegen also immer wirklich lieber häufiger sanden. Und da muss ich auch echt sagen, ich habe es ja früher auch immer mit dem Besen gemacht oder mit dem Rechen, aber mit dem Rasenrakel geht es einfach am besten. Das Ding ist wirklich total genial, das ist eine super Erfindung. Und da wird alles richtig schön eben. Und da aber halt auch den Rasen relativ kurz mähen. Andreas, du hast ihn ja auch, das Rasenrakel? Oder der Rasenrakel? Genau, ich finde ihn tatsächlich sehr anstrengend. Also, was du wirklich brauchst, ist einen kurzen Rasen. Dann funktioniert das. Aber auch das sage ich immer allen, die mich fragen, man darf das nicht unterschätzen. Also da bist du auch am Ende für so ein paar hundert Quadratmeter bist du fix und alle. Wenn du jetzt diese Fläche einmal abgerakelt hast, dann ich sage auch wie du, 10 bis 20 Millimeter, sage ich tatsächlich, kann man so maximal mit Sand ausgleichen, wirklich ein paar Mal im Jahr, ist auch aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, um wirklich eine ebene Fläche zu kriegen. Unterstützend sind natürlich schwere Spindelmäher, die natürlich den Boden immer wieder walzen, hilfreich. Also ich merke einfach durch die jahrelange Benutzung des Spindelmähers, dass der Rasen sehr schnell immer wieder glatt wird. Ich habe jetzt wieder wahnsinnig viele Wurmhäufchen, das war zu erwarten, Stichwort organische Düngung. Huiuiui, da habe ich noch Herzklopfen, ob das wirklich funktioniert, weil die Würmer sind natürlich happy. Aber gerade mit dem schweren E-Flex, der wiegt 130 Kilo, da walzt man natürlich wirklich sehr extrem den Boden, der sich auch verdichtet dadurch, aber das glättet auch. Aber du kommst zu einem guten Stichwort. Aber sorry, ich glaube, Felix, du wolltest gerade noch zu Ende führen, ne? Ja, ich wollte noch kurz was fragen. Gerade Thema Spindelmäher, Gewicht. Der Swapman hat ja um die 50 Kilo, 55 genau. Kilo. 65. Und der E-Flex oder 60. Und der E-Flex hat natürlich schon mal locker das Doppelte. Merkt man das gewaltig, also extrem von der Ebenheiten, ist nochmals besser. Wie ist da mit Bodenverdichtung? Kann ich nicht sagen, ganz ehrlich gesagt. Also ich merke, dass er wirklich sehr stark walzt und dass die Fläche wirklich unglaublich glatt wird, auch schon nach dem ersten Mähen. Nun erifiziere ich natürlich öfters und ich habe einen extrem sandigen Boden. Von daher ist aus meiner Sicht die Bodenverdichtung nicht so das Thema. Wir müssen ja auch bedenken, dass auf den Golfplätzen ja sogar mit diesen schweren Triplex-Mähern über die Fläche gefahren wird, die ja noch mal extremer die Fläche verdichten. Die haben auch Probleme mit Verdichtung. Ja, aber die haben ja auch... Ich denke, man muss dagegen arbeiten. Man muss tatsächlich immer wieder erifizieren, um diese Verdichtung etwas aufzubrechen. Ja, da würde ich gerne anschließen. Du hast ja gefragt, was habt ihr gemacht, um einen glatten oder eine ebene Fläche zu bekommen? Ich hatte ja bei meinem alten Haus, hatte ich ja eine relativ schmale Rasenfläche, die hinten zu diesen kleinen Rasenfläche ging, zur Terrasse. Und da habe ich angefangen, damals mal auszuprobieren, wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt eine Rasenwalze nehme und diese Rasenwalze voll mit Wasser pumpe, dann hat die ein Gewicht von circa 70 Kilo. Und ich habe das so gemacht, ich habe den Rasen bewässert. Nach dem Bewässern habe ich in 10 bis 15 Minuten habe ich gewartet, dass das Wasser ein bisschen absickert. Er war immer noch feucht, der Boden, und bin dann mit der Walze rübergegangen. Ungelogen, ich bin hoch, runter, in alle Richtungen und habe so über die Jahre wirklich ein super glattes Ergebnis bekommen. Und als ich das dann gesehen habe bei der kleinen Fläche, so nach einem Jahr,
habe ich dann bei der großen Fläche auch angefangen, ne? Und habe dann aber halt immer in kleinen Stücken gemacht. So. Ich habe mir abends irgendwie Kopfhörer aufgeschnallt, habe Musik gehört und habe die Walze dann hin und her geschoben, ne? Und habe das dann eine Viertelstunde gemacht. So, und dann habe ich eine andere kleine Fläche gemacht und wieder und wieder und wieder. Und dazu gehört natürlich auch Sanden, ne? Klar, Felix, ich stimme dir zu, 10 Millimeter mehr sollte man an Sand nicht geben, weil einfach sonst der Bestandsrasen gar nicht mehr wirklich durchkommt. Der bekommt kaum noch Sonnenlicht. Aber immer wenn ich gesandet habe, habe ich auch nachgesät. Und das ist meiner Meinung nach ein Faktor, den viele da draußen vernachlässigen, einfach nachsehen. Also ich kenne es, ich höre es immer wieder. Naja, was machst du im Frühjahr? Ja, ich vertikutiere und dann dünge ich und das war's. Ja, wie und wässern? Ja, der Regen kommt ja. So, aber Nachsehen, was ist mit Nachsehen? Irgendwann hat euer Rasen einfach keine Power mehr. Der ist alt, der hat einen gewissen Teil an Ausläufern gebildet, der bildet er vielleicht noch weiter, aber nicht mehr in dieser Stärke. Also ich kann jetzt nicht sagen, der bildet sich jetzt 3-4 Meter nach rechts und links aus, sondern ich brauche auch eine junge Saat und ich kann über die Jahre, wenn ich nachsehe, deswegen, ich finde das wirklich einen wichtigen Faktor, ich kann verschiedene Rasen nicht Arten, sondern Sorten mit reinbringen, die, wenn ich jetzt auch mal eine teurere Nachsaat nehme, auch beständigere Sorten mit dabei habe. Ne? Also die wirklich auch tiefschnittverträglicher sind, hitzebeständiger sind. Und ich finde einfach, das vernachlässigen viele und seht einfach mal nach. Und das Ergebnis ist der Wahnsinn. Ruben, du wirst jetzt nicht glauben, ihr werdet es alle nicht glauben. Ich habe die letzten 4 Jahre meinen Rasen nicht einmal nachgesät. Du hast ja auch die Supine. Außer Spielturm muss ich jeden Herbst nachsehen, da ist einfach die Belastung zu groß. Aber sonst habe ich den Rasen nicht einmal nachgesät, das macht die Supina völlig von alleine. Man muss aber auch sagen, dass du viel mähst. Du mähst ja viel und viele der Zuschauer, wenn ich jetzt mal in Bekanntenkreis frage, wie oft mähst du denn? Ja, alle 2 Wochen. So, wenn Gäste zum Grillen kommen, dann mähe ich. So, und dann ist der aber schon 6 Zentimeter hoch und die mähen runter auf 2 Zentimeter. Ein Drittelregelung völlig gebrochen. Der Rasen geht kaputt dadurch. Ja, aber der sieht dann schön aus für den Abend und so nach einer Woche siehst du halt den Schaden. Kaputt. Na? Und ich muss dem Felix recht geben. Lass ihn Felix noch mal kurz zu Ende erzählen. Weil die Supina ist ja genau das, was sie kann. Das genau macht die Supina, nämlich diese oberirdischen Ausläufer bilden und dadurch eben auch in Problemzonen, jetzt nicht unbedingt jetzt in so einer schönen Südseite, aber in Problemzonen, in Schattenbereichen schnell die Fläche dicht zu machen. Aber Felix, Frage genau zu deinem Lieblingsthema, zu Supina. Ich glaube eher, dass du natürlich eher das andere Problem hast, dass du doch zu schnell einen zu dichten Rasen bekommst, immer einen zu dichten Rasen bekommst und dagegen arbeiten musst. Jein, gebe ich dir recht. Supina ist brutal dicht. Das ist jetzt auch was, wo ich bemerkt habe, sie möchte relativ tief geschnitten werden. Ich habe ja früher auch immer so mein Aerobi laufen lassen auf so 35, 40 Millimeter. Viel zu hoch, da wird der Rasen unten so dicht, dass die Halme regelrecht verfaulen, absterben. Dann habe ich relativ wenig gelüftet. Also vertikutiert habe ich noch nicht einmal, sondern immer nur lüften. Das Lüften sorgt einfach nur dafür, dass Luft an die Wurzeln wieder hinkommt, weil der Rasen einfach zu dicht wird. Deswegen werde ich mir jetzt auch noch von Ellet, gibt es ja die Verticut-Kassette, also ein senkrechtes Mähen sozusagen, ähnlich wie ein Groomer, werde ich mir jetzt auch noch besorgen, um einfach die Grasnarbe etwas auszudünnen. Und Thema, natürlich hat sie Ausläuferbildung, aber einmal im Jahr, egal welche Schnitthöhe, einmal im Jahr fängt sie an zu blühen, ähnlich wie die Poa Annua. Ja gut, aber, das haben wir auch. Ja. Genau, aber Pratensis einmal auch, ne? Die Pratensis auch. Ja, die nicht die so. Verrückt, glaub, die Pratensis. Ja, klar, logisch. Aber ich glaube nicht so wie die Supina, oder? Also, welche Rasensorte blüht am stärksten? Aber ich glaube, dass die Annua noch schlimmer ist, was das Blühen angeht, Felix. Die scheiß Dinger. Aber Poa hin oder her, ne? Die blühen alle. Also, wir wissen jetzt, wir wissen alle, dass Felix die Poa Supina liebt.
Was lieben die anderen? Was ist eure favorite Rasensorte? New Wonder. Ich will auf Felix nochmal rein. Also man braucht nicht unbedingt die Poa Supina zu haben, um nicht nachsehen zu müssen. Denn ich denke mir, das hat auch was mit der Lage des Grundstückes zu tun. Ich habe eine Ostseite und ich habe eine Südwestseite. Und auf der Südwestseite, das ist ja die Seite, wo ich am Anfang gesagt habe, die ist dieses Jahr sehr gut aus dem Quark gekommen nach dem Winter. Mhm. So, da habe ich viel Linoleum und die Patensis drin. Habe ich eben zwei Grasarten, die oberirdische und unterirdische Ausläufer bilden. Und der ist robust, da latschen viele Leute drüber. Da habe ich keine Trampelpfade. Das ist wunderbar. Die Supina, da habe ich so meine Bedenken. Die ist ja nicht so besonders hitzeresistent. Und ich habe das Gefühl, wir werden immer mehr trockene Sommer bekommen. Hm. Und deswegen habe ich davon so ein bisschen Abstand genommen. Aber ich werde sie auch einsetzen, weil ich habe hinten so ein Gang, wo viele Tannen sind, wo wenig Licht hinkommt, da werde ich dieses Jahr auch nochmal nachsehen. Da werde ich, glaube ich, die PS22 nehmen. Da ist sie auch mit 5% enthalten. Also so eine reine Supina werde ich da nicht anlegen. Die andere Seite, die Ostseite, ja, wir haben ja die Sache, was braucht der Rasen? Er braucht Luft. Ohne Luft geht am Rasen gar nichts. Wir brauchen Photosynthese, wir brauchen Licht. So, da habe ich auf meiner Ostseite das Problem, da kommt nicht so viel Licht hin. Und da habe ich eben den Punkt, Moosbildung habe ich im Griff, habe ich nichts. Aber das ist die Seite, wo ich auch viele Bäume stehen habe. Da steht eine riesige Pappel, da steht eine riesige Eiche, eine Birke, die sehr durstig ist. Da habe ich das Problem, da muss ich fast jedes Jahr immer wieder die gleichen markanten Stellen nachsehen. Und auf der anderen Seite nicht. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt an der Grasart liegt, die wir verwenden, sondern ich glaube, das ist also ein Stück weit auch die Lage des Grundstückes und die Beschaffenheit des Bodens. Genau, und allgemein die Pflege. Aber dafür wässerst du auch jeden Tag, ne, Felix? Bei Temperaturen über 25 Grad wässere ich täglich. Allerdings, und das muss man auch sehen, manche wässern ja zweimal die Woche mit A 15 Liter. Somit 30 Liter die Woche. Ich wässere ab 25 Grad höher, wässere ich jeden Tag mit 5 Liter. Das bedeutet, ich habe nur, in Anführungsstrichen, nur 35 Liter die Woche im Sommer und andere wässern ja alle zwei Tage mit 15 Liter. Das geht also aber bei dir, weil die Supina ja flache Wurzeln hat. Das heißt, sie braucht ja nur an der Oberfläche das Wasser. Richtig, genau. Ja? Die Wurzeln, ich habe es jetzt auch bemerkt, beim Rasensohn abschneiden, die Hauptwurzeln bewegen sich so die ersten 5 cm, vereinzelt sind noch ein paar Wurzeln tiefer, könnte aber auch eine Lolium perenne sein. Alles gut, aber die Hauptwurzeln sind so die ersten 5 cm tief. Ja, Wahnsinn, ne? Wenn man sich das so überlegt, ne? Andreas, erinnerst dich an unseren Talk, ne? Also das ist dieses so, treibt die Wurzel dazu, nach Wasser zu suchen. Umso tiefer die Wurzel, desto mehr Wasser speichert sie. Und um dann irgendwie langfristig die Poa Anua irgendwie auszurotten, das Problem hat die Supina überhaupt nicht. Ne? Wurzel genauso oberflächlich und verdrängt die Anua. Du musst natürlich aber immer am Ball bleiben. Muss natürlich sehr sensibel sein. Und das ist natürlich, das kann nicht jeder. Aber wir haben das Thema jetzt Gräser, jetzt mal, vielleicht Supina. Jetzt gucke ich mal in Richtung Daniel. Deine Lieblingsgrassorte? Also ich habe im Moment die Fairway-Mischung, die PS251 auch. Da ist ja viel Poa Patensis drin. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was vorher alles in meinen Rasen reingekommen ist vor 20 Jahren. Ich denke, jetzt ist da so ziemlich alles drin mittlerweile. Vor allem, wenn ich mal auf so ein paar trockene Sommer zurückblicke, da wundere ich mich, habe ich mich immer gewundert, warum ich so riesengroße braune Stellen habe. Mittlerweile denke ich, dass das alles Poa Anua wahrscheinlich war, die dann da schön weggestorben ist. Da arbeite ich natürlich jetzt fleißig gegen, um da auch ein bisschen andere Grassorten, sag ich mal, anzusiedeln. Aber ich wollte auch noch einmal gerade zu dem Nachsehen nochmal sagen und Vertikutieren. Also ich finde, es kommt beim Vertikutieren auch echt immer sehr darauf an, was für eine Ausgangslage man von seinem Rasen hat. Also ich sag mal, wenn man jetzt schon so im halb Hobby-Profi-Bereich sozusagen unterwegs ist und kaum noch Unkraut und Moos und was da sich nicht alles drin hat, dann denke ich, muss man gar nicht vertikutieren. Das habe ich mir eigentlich für dieses Jahr auch vorgenommen. Ich wollte ja eigentlich nur lüften. Das hat dann auch nicht so ganz geklappt, aber das ist ein anderes Thema.
dann würde ich denken, dass das Lüften vollkommen ausreichend ist. Aber wenn man halt wirklich einen Rasen hat, den man erstmal auf Vordermann bringen muss, dann spricht auch nichts gegen aggressives Vertikutieren mal und dann auch nachsehen. Aber ich würde auch sagen, wenn man jetzt lüftet, finde ich, oder nur sandet oder so, dann muss man auch nicht unbedingt nachsäen. Also ich habe auch so ein paar Bereiche, die muss ich bestimmt nachsäen, stellenweise, aber nicht über die ganze Fläche einfach. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass man das regelmäßig machen muss. Okay, ja, ich muss mal gucken, wie lange sind wir jetzt hier am Start, ja, liebe Kollegen? Ja, lass mich mal schauen. Während Andreas guckt, wollte ich aber ganz kurz noch sagen, Daniel, das Nachsehen, ne, dieses viele Nachsehen ist natürlich bei der Lolium echt ratsam, ne? Weil die Lolium bildet halt keine Ausläufer, ne? Und die Lolium geht halt auch mal schneller kaputt. Genau, also ich sage immer so als Eselsbrücke, die Lolium keimt als schnellstes, geht aber auch als schnellstes kaputt. Ne? Mhm. Und von daher, wenn ihr einen Rasen habt, der voll mit Lolium perennis, also mit Weidelgras, schmeißt rauf. Ne? Die Nachsaat ist auch gar nicht so teuer. Schmeißt rauf, nach 3-4 Tagen fängt die an zu keimen, vielleicht auch nach 5-6, ja. Aber nach einer Woche, nach 2 Wochen habt ihr echt ein super Ergebnis. So, das macht ihr 3-mal im Jahr. Einfach raufschmeißen und dann halt nicht mit dem Sichelmäher bitte rüber, weil der saugt dann wieder alles auf. Am besten mit dem Handspindelmäher rüber. Aber dann habt ihr durchgängig wirklich einen schönen, dichten, grünen Rasen. Anders natürlich bei der Pratensis, ne? Oder bei der Festuca rubra. Die brauchen halt einfach Ewigkeiten, um zu keimen. Dafür wurzeln die aber auch einfach mal tiefer, bilden Ausläufer und sind halt auch irgendwo robuster. Ne? Aber ist halt ein Sportrasen. Ne? Und deswegen, also Stadien sehen teilweise alle 6 bis 8 Wochen oder 10 Wochen in den USA zum Beispiel auch Lolium aus. Ne? Das ist Wahnsinn. Cool. So, liebe Community, viele Tipps hier von der deutschen Rasen-YouTube-Family. Ja, vielen Dank an die Kollegen für eure Tipps. Wir werden jetzt ausnahmsweise dieses Mal das Video bei mir auf dem Kanal veröffentlichen. Aber schaut euch bitte auch New Wonder an, Perfect Green, Greenkeeping, großen Heidon und Mojobs, wenn er wieder Videos bringt. Die sind alle mit ganz speziellen und eigenen Videos am Start. Und ich finde das total cool, dass wir hier so locker und freundschaftlich zusammen hier getalkt haben. Danke an euch alle. Und dann sage ich hoffentlich bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Soll ich Stopp machen oder sollen wir weiterlaufen lassen? Dann mach ich Stopp. Nee, lass ruhig weiter. Kannst du für die Outtakes nehmen. Stopp. Die Outtakes.